Hallo Freunde, da sind wir wieder, er und sie in Let's Play SimCity. Und nachdem wir am Montag mal eine Folge auslassen mussten, weil die SimCity-Server down waren, als wir aufzeichnen wollten, sind wir heute wieder zurück für euch. Ja, genau. Und ja, wir sind immer in der wunderschönen Las Luxus-Stadt. Ja, und jetzt reiße ich als erstes mal hier diese wunderschöne Straße wieder ab. Genau, nach eurem Hinweis. Genau. Auch bau die hier ein bisschen komisch. Ein bisschen komisch. Ja. Ich bin heute ein wenig trantüchig, also nichts überleben und so. Ich musste gerade Auto fahren, das war die Hölle. Hier ist alles dicht mit Verkehr und so. Genau. Also, warum ist das bei uns dicht? Weil, wir zeichnen gerade auf, es ist der 30.04. Morgen ist der 1. Mai. Und deswegen sind alle unterwegs, wohin auch immer, einkaufen fürs Grillen oder für den Bierbollerwagen morgen oder für Vorbereitung für Tanz in den Mai oder was auch immer. Oh, da will einer Abonnent skypen. Nein, die skypen jetzt nicht. Ja, der wollte unbedingt hier rein. So. Was machst du jetzt? Ich wollte eigentlich, dass das nicht mehr angezeigt wird. Nein, lass doch jetzt einfach mal rein. Okay. Das sind jetzt Kleinigkeiten, weil wir uns nämlich drauf. Hast du da. Dann hat er eben seinen Star-Auftritt. Parks? Ja, weil die reichen nicht aus. Ach, die beiden da unten, da, die Häuserchen, die sollen mich mal an der. Was? Am Piep. Ja, ihr seht schon, also sie ist heute sehr motiviert nach dem Trip nach Hause. Oh, ehrlich, das war schlimmer als eine Geschlechtskrankheit. Wollte ich mal was bauen hier nebenbei? Neben mich aufregen? Ja. Ah, oh, er will recyceln. Nein, danke. Ja. Ja, was kann ich denn noch bauen? Bauen, 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 bauen. Da ist bauen, noch genug bauen. Platz, da oben kannst du noch mal ein bisschen Luxusviertel hinbauen. Hm. Nee, kann ich nicht, das weil da überall schon nicht. Nee, ich meine ja unten rechts. Da. Genau, du hast es erfasst. Genau, Kraftzahl. Genau. Übrigens, falls ihr im Moment SimCity selber nicht spielt, es wurde wieder ein Patch aufgespielt. Ich glaube, der hat die Versionsnummer 1.2.1 und durch den soll jetzt noch seltener die Stadt zurückgesetzt werden. Ob das jetzt wirklich so ist, kann ich nicht beurteilen. Wir haben es nicht getestet. Man achte mal auf die Formulierung. Seltener. Finde ich auch schon sehr also schön. Es ist nicht behoben. Also das haben wir auch in die Patch Notes geschrieben. Das ist sowas von... Naja... Piep! Ich finde das etwas Katze. Dreist, aber nun gut. Was will man machen bei SimCity? Genau. Klatscht da noch ein paar Haken. So, hier kommt auch nochmal einer dran. Tata! Fängst wieder an zu sechseln. Nur ein bisschen. Ist doch lustig, wenn jemand, der eigentlich nichts mit Sachsen zu tun hat, anfängt zu sechseln. Sächsisch ist halt irgendwie ein sehr lustiger Akzent. Ich finde ihn auch cool. Und da sagen wir eher Dialekt, das ist ja ein Dialekt. Stimmt, ein du kennst dich ja auch. Ein Regiolekt. Mhm. Du kennst dich ja aus. Ja. Alte Germanistin, du. Germanistin, ja. Alt, nein. Vielleicht später mal. Vielleicht dann ja auch nur manche Körperteile von mir. Man weiß es ja nicht. So, das spulen wir doch mal ein bisschen vor und schauen uns das mal an. Villa, 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 Villa. Was wollen die denn hier alles so haben? Ich krieg das ja alles noch aus meiner anderen Stadt eigentlich geliefert, ne? In der Industriestadt kann ich ja auch mal ein paar Recycling-Center hinbauen für die Region. Mhm. Dass die das mal ordentlich einsammeln. Ich glaube, das wäre mal eine Idee. Ja. Ich hab da eine Idee. Du hast da eine Idee? Das ist aber super. Super ist das Deal. Das hier unten on the beach. Guck mal, Wahnsinn, wie viele Sims da sind. Ja, das ist doch so. Vielleicht musst du da mal einen Kreuzfahrthafen ranbauen, weil dann jetzt Luxusleuten hier. Da hast du aber wieder recht. Ich weiß nicht, ob das. Vielleicht, wenn sie mal in Urlaub fahren wollen. In eine andere Stadt, ne? Müllhalde, abgedartet Stadt, nimmt hier einen Teil des Mülls ab. Na, hier ist alles ansonsten. Wenigstens etwas, das in abgedartet Stadt funktioniert. Ja. Man verliert so ein bisschen die Lust, überhaupt SimCity zu spielen, muss man ganz ehrlich sagen.
bei den ganzen Bugs und so. Aber ich glaube, das geht euch ja auch meistens nicht anders. Ja, also man sieht es auf jeden Fall an der Aktivität in den Community-Foren und so, dass das stark zurückgeht. Aber nun gut. Naja, wie gesagt, es wundert uns nicht. Das ist ja irgendwie klar. So. Warum machst du da Shops hin? Weil ich mir jetzt dachte, die da oben können bestimmt noch ein paar Shops verkaufen. Ein verlassenes Gebäude. Zu viele Opfer. Du Opfer, du. Opfer, ey. Du Opfer, geh woanders oh hin. Ja, da würde ich auch meckern, dass die Feuerwehr nicht funktioniert. Ja, bei null Bränden und ein Toter pro Tag, ey. Hör mal. Ei. Das, meine Güte, das geht aber so gar nicht. Ein Toter pro Tag, wo kommen wir denn da hin? Was wollen wir denn mit der... Mit der Massenbevölkerung machen. Also wirklich. Tust du mal bitte unten noch Gebiete hinbauen? Wo soll ich denn deiner Meinung nach? Da, an the bitch. An the bitch? Oh, let's go to the bitch. Das geht nicht. Lecko Bio! Ich bin heute etwas fäkalsprachlich. Es tut mir leid. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich nehm's dir nicht übel. Noch nicht. Bin dir nicht böse. Portal war toll. Ja, das hat wenigstens funktioniert. Aber hallo, bis an den Stellen, wo unsere Doofheit obsiegt hat, ja, weil wir nicht weiterkamen. Die äußerst häufig vorhanden ist, unsere Doofheit. Ja, wir übrigens auch am Freitag in der Dead Space Folge berufen dürft. Ja, genau. Also anders kann... Also wer das Easter Egg findet, das ist so offensichtlich, das ist kein Easter Egg. Doch, ich find's lustig, man muss sich das Video dafür ja angucken. Also es ist wirklich, ja, grandios, könnte man fast sagen. Also es ist schon sehr lustig. Also ich glaube, an der Stelle hat sich noch nie jemand so doof angestellt wie wir. Aber na gut. Naja. Manchmal schläft man halt ein wenig. Irgendwann haben wir es ja hingekriegt. Ja, nach 5 Minuten. Was wir aber musikalisch hervorragend untermalt haben. Ja. Kommen wir jetzt mehr hin? Ja, 13. Also es hat sich schon verdreizehnfacht. Oh mein Gott. Immerhin schon über 272 Minuten Wartezeit. Oh mein Gott. Ja, aber ich denke, dass auch viele mittlere Einkommensstufen damit fahren werden, die du ja hier nicht hast. Oho! Dilli dilli dü! Bling, blong. Klingelingeling, hier kommt der Eiermann. Lauter schöne Klingel. Ja, hier kommt man wirklich an SimCities Grenzen. Ich weiß schon gar nicht. Aber du hast schon gut Reiche drin, ne? Wie viele Reiche hast du denn jetzt insgesamt in der Stadt? Ja. Ein paar, ne? Irgendwie ist das komisch. Du hast doch 8000 Einwohner. Ja, hier sind ja nur die Arbeiter. Ach so. Die anderen tausende Leute arbeiten nicht, oder was? Genau, die anderen. Aber du hast auch 762 Jobs in deiner Stadt. Und wo? Ich weiß es nicht, aber ich habe ja augenscheinlich genug Arbeitslose. Arbeitslose hast du 600. Du brauchst ja 3000 Arbeiter für die andere Stadt von dir. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Ja, Server. Server, genau. Aber die wollen halt immer noch nicht pendeln. Das tun sie einfach nicht. Wir können ja mal schauen. Gehen wir mal auf die Regionsansicht und schauen mal. Und schauen mal. Und sie holt die Erklärbärstimme hier heraus. Guten Tag, ich bin der Erklärbär. Ich erkläre euch die Welt. Nee, der Erklärbär sitzt ja auf dem Laptop. Diesmal ist sogar unser Kater Louis dabei. Ja. Nur der macht nie einen Mucks, also deswegen hört man den auch nie. Es sei denn, man tritt ihn auf den Schwanz. Ja, das ist... Dann schreit er. Das ist ja nicht die Woche. Ja, dann schon 2 Tote. Soll ich denen vielleicht wirklich mal eine Klinik bauen? Guck mal, hier sind so viele Kranke. Irgendwie funktioniert das auch nicht mit der Nachbarstadt so richtig, ne? Ja. Nee, irgendwie so gar nicht. Also, da ist zwar gerade einer, aber irgendwie, die brauchen, glaube ich, zu lange, ne? Bis sie rübergependelt sind. Weil der wahrscheinlich wirklich erst in die andere Stadt fährt und dann, guck mal, jetzt war schon 3 Tote total. Ja, dann würde ich mal ruhig. Würde ich mal ruhig im Mauen, ne? Los, stell Leute ein! Mach hin, ich bin heute auf Krawall gebürstet. Yep.
Krawall, Krawall. Yep. Das ist so lustig. Ich habe ja heute wieder bei meinem wunderschönen, wunderschön meine ich eigentlich eher wegen seiner Art und Weise, bei meinem Chemiedidaktiker gehabt. Und der ist Berliner und das ist total lustig, weil der nämlich heute erzählt hat, wie das so in Berlin ist und so, ne? Und dann erzählt er immer, ja, hier kann man ja zum Beispiel fragen, ja, wie geht's dir? Und dann wird auch wirklich ehrlich geantwortet, während in Berlin kommt immer nur, ey, auf die Fresse oder was? Das fand ich schon sehr schön. Ey, wie komme ich denn hier zum Brandenburger Tor? Boah, willst du es wissen? Schon sehr lustig. Na komm. Was ist denn das für ein Haus da? Ist das nicht mittlere Einkommensstufe da? Ja. Das ist hier, aber Hallöchen. Lass Luxus, ne? Hier, ab. Hier überall neben dem Pools, wie willst du denn da stehen bleiben, also wirklich? Da unten auch, untere Einkommensklassen hast du ja auch schon in der Stadt. Aber die bauen das eh wieder hin, das brauchst du nicht abreißen. Gnarf, gnarf. Wie sieht's denn hier eigentlich aus mit Bildung? Bildung hast du schon ein bisschen. Ja, aber nur, weil die angeblich in die andere Stadt fahren. Ja, tun sie ja auch. Es ist nur gerade die Uhrzeit, wo sie nicht in der Schule sind. Du musst mal eben warten. Du hast ja jetzt das super duper Tempo. Da kommen die Schulbusse bestimmt. Da kommen die Schulbusse schon, oder? Nee, das sind Umzugswagen gewesen. Mhm. Die Schulbusse kommen um 7 Uhr. Oder wann fängt das an? 8 Uhr? Ja, 7 Uhr, glaube ich. Hast du in den neuen Gebieten hast noch keine Bushaltestellen? Die kannst du mal reintun. Aha! Du bist aber cooler Bammel, du. Einfach mal den Bim-Bam baumeln lassen. Oh, ist das schön. Herrlich. Ich meine, wenn du keine Schule in der Stadt hast, ist das natürlich, dann erreichst du natürlich nicht so das ultimative Bildungslevel, aber so ein bisschen ist drin, ne? Ja. Wenn der Verkehr läuft, eigentlich großteils. Ja, also das muss man es sagen. Es rutscht eigentlich. Mhm. Es rutscht und flutscht. Also das ist eine der Dinge, die besser laufen mittlerweile. Ja, einigermaßen zumindest. Wobei, meistens ist das Spiel nicht abgedatet, sondern eher downgedatet, weil mehr Probleme hinzukommen als wegfallen. Aber wie sieht es denn hier aus? 109, passt. Ja. 224, ja. Mit allen drei Städten verbunden. Hier, das ist doch schön. Guck mal, hier bauen sie immer schön weiter aus. Das ist doch auch super. Yep. Da unten hast du noch ein Fitzel Baufläche. An's Bitch. An's Bitch? An's Bitch. Da. Da. Guckst du da. Guckst du, ey. Guckst du, machst du, tust du, siehst du. Oh, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das will nicht. Weil da ein beknackter Park ist. Ja, reiß weg. Musst du neuen bauen gleich. Ja, ja, ja. Sonst moppern die reichen wieder rum. Mopper, 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 mopper. Ja, du hast dieses komische Straßenpool. Geh mal mit dem anderen ging's ja, glaube ich, überhaupt nicht. Adoro! Hast du zwar da so eine 90-Grad-Kurve drin, aber so. Da geht noch was. Du musst noch einmal anbauen. Einer geht noch rein. Wie gesagt, wir haben heute Dienstag. Heute ist auch das Spiel von Borussia Dortmund gegen Real Madrid. Genau. Ich hoffe, das gilt ebenso. Mal sehen, ob sie es packen. Mein Bruder möchte ja nach, mit seinen Kumpels nach London fliegen. Das will er aber nur, weil man da wunderbar trinken kann. Genau. Und sagt er, er hat Tickets fürs deutsch-deutsche Finale. Okay, wir wissen jetzt das Ergebnis nicht. Vielleicht hat Dortmund ja dann doch, verliert Dortmund ja dann doch. Nein, Dortmund verliert nicht. Nein, ich will's auch. Ich hoffe wirklich, Dortmund gewinnt und Bayern auch. Obwohl ich eigentlich, wir sind ja, also ich bin kein Fan von irgendeinem Verein überhaupt, weil... Ich wollte gerade sagen, wenn du jetzt gesagt hättest, ich bin kein Fan von Bayern oder ich bin kein Fan von Dortmund, nee, dann hättest du aber einen Shitstorm ausgelöst. Ja, deswegen sage ich ja auch, dass ich eigentlich gar kein Fußballfanatiker bin und es mir eigentlich Hupe ist. Oh nein, Schießerei, immer Knall. Ich bin eigentlich immer für die deutsche Mannschaft, sagen wir mal so. Oh nein, besonders du bist wenn man aber dann also im Freundeskreis Spanier hat, die dann letzte Woche als Dortmund gespielt hat, das 1-1 fiel, dann bam, 1-1 schrieb und am Ende hat dann auch 4-1 ja, verloren. Genau, und dann hat ein Kumpel von Werfel zurückgeschrieben, bam, 4-1. Das war zu schön. Und schon war der Spanier ruhig. Und in seinem Stolz gekränkt. Aber sehr in seinem Stolz gekränkt.
Armes, armes Ding. Ich mag Spanier wirklich gerne, weil das, die haben so einen coolen, weiß nicht, so für den Deutschen vielleicht so ein bisschen übertriebenen Nationalstolz. Ja, wenn wir das gleiche ausleben würden, wären wir ja Nazis, so ist das ja. Knallhart doch, knallhart. Oh, 3 Verbrechen pro Tag. Da fand ich ja den, wie hieß er denn nochmal? Hitler, Junge, Salomon, Ja, Salomon Perry. Sally Perry. Ja, Sally Perry. Bei dem waren wir in der Vorlesung. Und da fand ich sehr toll, dass er gesagt hat, Schuld ist nicht erblich. Also, ja, das vergessen viele sehr gerne. Oh, ein Bürgermeisterhaus. Komm, Luis, Radiergummi. Ah, willst du haben? Willst du haben? Komm, fass. Yay. Ich vergesse alles um mich herum. Leider vergisst er auch, das Ding wieder zurückzubringen. Ja, ist halt ein bisschen... Yay, 6 Patienten. Ist doch schön. So, jetzt haben sie wenigstens selber schon noch eine Polizeiwache hier. Weil es wird langsam viel. Mhm. 3 Verbrechen pro Tag. Ja, da gibt's halt was zu holen bei den ganzen tollen Häusern hier. Naja. Vor allem, weil die Bildung auch nicht sonderlich hoch ist, ne? Ich überlege, ob ich hier nicht doch noch eine Schule hinbaue. Zumindest eine Grundschule. Mhm. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. So 8 nur darauf, dass du nicht zu viel von den Gebäuden hinbaust, weil das ja immer Arbeitsplätze auch schafft. Und du wolltest ja eigentlich Arbeitsplätze in der anderen Stadt haben. Ja, also Arbeitskräfte, weil du da ja die Arbeitsplätze hast. So, ich mach das jetzt trotzdem. Ich will jetzt eine Schule hingebaut, aber nur eine Grundschule. Boah, ja. Wie schön einer. Das läuft. Ja, 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 hast ja, du ja. Das ganze Geld aus deiner anderen Stadt hier rüber geschöffelt? Nein, nur 1 Million. Nur 1 Million, okay. Weil... nur 1 Million. Das, sonst hätte ich gesagt, überweis ein bisschen zurück, denn wenn wir da mal eins weitermachen, hast du da ein bisschen was. Nee, nee, alles gut. Da ist noch über 1 Million da. Ja. Ich würde auch mal sagen, so von der Planung her, wenn ich die Recycling Center habe... Dann habe ich ja auch ein bisschen Rohstoffe, dass wir dann mal irgendwann anfangen mit einem Großbauprojekt. Ich weiß aber noch nicht, was wir bauen sollen. Ich glaube, ich entscheide mich da auch noch nicht. Ich weiß noch nicht, was am meisten Vorteil jetzt für die Region hat. Weil die Casino-Stadt ist ja aufgrund von Bugs eigentlich für den Poppes. Ja. Deswegen würde ich sagen, Touristen brauchen wir vielleicht nicht unbedingt. Ja, ich finde eigentlich die Universitätsstadt immer noch recht schön. Ja, aber da brauchen wir Studenten dann noch für, ne? Hm. Da gibt es ja auch irgendwas für. Ich weiß nicht, was bringt Studenten. Der Flughafen, glaube ich, nicht. Das Raumfahrtzentrum, glaube ich, oder? Die Archäologie. Hm. Kannst du mal eben bitte gucken? Für was? Geh mal in die Region und guck mal die Großbauprojekte, was die für Vorteile bringen. Unten links ist das Gen. So, das Ding bringt Strom. Brauchen wir nicht. Das bringt Touristen, nimmt Lieferung ab, brauchen wir nicht. Das Touristenbildung, Arbeiter, Kundenschüler, Studenten, also eine Archäologie, würde ich eigentlich sagen. Ne? Hm. Weil ich habe neulich im Forum von jemandem gelesen, dass er enttäuscht war, dass das eigentlich gar nicht so viel bringt. Aber die Archäologie? Also jetzt an Arbeitern und Kunden und Schülern und so. Aber weiß ich nicht. Aber weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir ja noch irgendeinen Tipp. Aber... wir halten uns das mal noch offen. Jo, genau. Alter! Das ist ein wenig Stau. Ja, dann musst du vielleicht da unten doch noch einen Kreisverkehr wieder hinbauen, irgendwie am Ortseingang. Oder ich versuch's erstmal mit der Billigmethode. Ach genau. Aber dann darf da keine Ampel hin, ne? Okay, ich hab da jetzt so ein... Zieh doch direkt am Ortseingang diese kleine Straße hin. Hier so ein Feldweg. Nee, oder? Aber nach oben. Hier? Ja, da musst du aber ein bisschen... nicht ganz so dicht am Ortseingang. Geh mal, lass mich mal gucken. It will nicht. Das will. So, Maus rüber gerissen. Das ist jetzt nicht der Feldweg. Ha! So. Oh. Mach mal Escape. Das müssen wir mal sehen. Ja, viele wollen direkt da rein, siehst du? Es läuft schon ein bisschen besser. Müssen wir mal gucken, ob sich der Stau auflöst.
guck. Das Problem ist jetzt der Gegenverkehr, aber der ist ja auch irgendwann raus. Klassenzimmer voll! Nein! Um Gottes Willen! Oh Gott, oh Gott. Bau nach hinten. Ja, da. Da, ja. Hast du, da sind keine Häuser, weißt du? Ja, ich mach doch. So. Ist doch alles gut. Bin dann okay. Gut da. Sehr schön. Uiuiuiuiui. Okay. So, ich kriege hier gerade das Zeichen. Das Zeichen, dass die Zeit schon wieder leider rum ist. Oh nein! Ja, weil wir müssen die Folge noch schnell ausrendern lassen, bevor heute Abend dann die... Let's Play in the Mind schon wieder Oster-Special. Nein, die Leute für den Let's Play in the Mind. Ja. Sag's noch mal. Was spielen wir heute Abend? Ja, Let's Play in den Sommer. Latitude sein. So, alles klar. Ja, schön, dass ihr wieder zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.